Zombies. Ja, der ist im Gebäude. Ja, der läuft, hat eine Waffe. Läuft hoch. Im Gebäude? Nee, draußen. Okay, also zweite Etage, und die was? Zelt gefunden! Nein, Ernie! Ding, ding, ding. Wo, wo? In der Schule? Ja, boah, jetzt muss ich erstmal hier meinen Rucksack ändern. Kurz. Gut. Ich hab keine Ahnung, wie viele Plätze du brauchst, das Ding. Gut, ich hab Blutkonserve. Eins brauchst. Blutkonserve und Morphium. Alles klärchen. Ich muss schießen. Nee, brauche ich nicht. Ich kann ja runterklettern. Also. Kommst du zum Krankenhaus? Komm du mal aus dem Krankenhaus raus, weil ich will jetzt dann möglichst schnell aus der Stadt wieder raus. Ja, hast du auch recht. Right. Also das hört Morphium und Bloodback habe ich auch. Sehr gut. Und Epipens und Verbandzeug. Oh, hier steht ein Heli. Gut, die kommen jetzt aus dem Krankenhaus raus dann und dann renne ich nach rechts Richtung Schule, ja? Oh. Willst du zum Auto rennen oder wo willst du hin? Ich würde auch sagen, hier in der Nähe, also irgendwo im Wald natürlich, wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, das, ja, das Zelt. Ist ja auch mein Plan. Weil es zentral ist, relativ. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Wo bist du denn? Ich glaube jetzt über den kleinen Berg, über den ich auch zum Krankenhaus gelaufen bin. Also wieder zurück. Ach, du hast ja gesagt, komm zur Schule. Achso, nein, komm ich. Na, du kannst auch das Auto holen, mir ist das egal. Jo, die kann erstmal zum Auto. Dann suche ich schon mal eine Örtlichkeit. Sehr, sehr nice. Wir haben mich jetzt immer pauschal entschieden für 45, 42. Das sind deine Richtung, wo du bist. Gut. Ja, du kannst mich erkennen an der langen Polonaise, die hinter mir her. Naja. Only abwackelt. Also, ob die Örtlichkeit gut ist, müssen wir dann gleich, wenn wir da sind, kurz angucken. Ja. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so ein Arktik-Zelt. Da, das weiß ich nicht. So, ehrlich gesagt nicht, wie das hier so richtig mit dem Zelt aufbauen ist, dazu beachten, also, glaubst du, irgendwelche Besonderheiten nicht besser? Ja, nicht zu nah am Baum wahrscheinlich, nicht, dass wir das nicht nutzen können, und dann so wie der Rest wie bei Epoch. Oh, Adrian ist wieder gestorben. So, wir waren... Ich hab ein bisschen orientierungslos. Sind wir da oben? Nee, ach nee, links. Nee, gut, ich weiß. Bin jetzt noch ein Tankwagen. Ja, ich bin schon wieder hinter der Kirche, am anderen Stadtteil. Nur kurz überlegen, von wo wir gekommen sind. Ah ja, Fußballfeld links. Digga, ich laufe gerade Richtung Auto. Ja. Und ich höre einen Motor. Ja. Okay. Flugzeug. Okay. Kommt dort so und die hingeflogen. Nut, der kann ja nicht. Wer jetzt am Auto? Wenn ich am Auto bin, sagst du mir nochmal die Koordinaten, ja? 45, 42. Gut.
Oh. 45. Ach, Digga, guck mal, jetzt der Mad Scientist. Ja. 45, 42, hast du gesagt? Spieler bei mir. Bei 45, 42? 45, 42. Kasten? So, fresh spawn. Er brüllt mich vor. Er hat mich voll gebrüllt. Du bist ein Deutscher. Kasten? Ey, ich hab mir jetzt wegrennen lassen. Der hat auch keine Waffe gehabt, verdammt. Mir ist schon klar, dass ich mit der Karre übelst durch den Wald war. Ja gut, aber der hat ja eine Waffe. Der ist hier in der Nähe von der Stadt. Deswegen renne ich ja jetzt gerade weg. Ah, ich bin über dir. Ja, ich weiß. Ah, Digga. Ja? Hier ist ja nicht mal so schlecht. Da ist ja auch genau der Punkt. Also hier, so, guck mal hier. Jetzt will, also hier, wo ich jetzt stehe. Dann ist der Baum und die beiden Büsche. Ja, was soll ich? Camping Tent, Pitch Tent. Achso, warte, ich gucke, ich gucke. Oh, warte mal, wie waren das hier mit dem hoch? Okay, das drehen. Bild auf, Bild ab Taste. Ja. Oder? Jetzt schwebt's. Die Öffnung ist jetzt. Kannst du theoretisch? Ja, müsste gehen. Hast du? Ja. Find noch keinen Punkt. Doch, jetzt ja. Ausrüstung. Gut, ich pack mal ein bisschen Nahrungsmittel rein. Jo. Antibiotika. Ah, ich hab noch ein Klamottenpaket, da kann ich doch hier Bandagen herstellen. Brauchst du Klopapier? Fehlendes Werkzeug, Werkzeugkoffer. So, Epipen, Bloodpack und Morphin Pack erstmal was, ne? Ja. Gut, und dann gehen wir mal den Frischling jagen, würde ich sagen. So, warte mal, ich pack erstmal kurz die Waffe hier drin, die ich jetzt gerade habe. CCO. Zack, ist drin. Ich krieg hier Klamotten drin. Und 2 DMR Max werde ich auch mal reinpacken. Jo. Die Kacke erstmal hier stehen lassen, ja, oder? Ja, würde ich sagen, die brauchen wir nicht. Gut, Frischling gegangen, oder was? Können wir gerne machen. Nicht, dass das nochmal zurückgucken kommt, ob du noch da bist und unser Zelt rein zufällig entdeckt. Gut, cool. Mittlerweile wird da auch kein Frischling mehr sein. Örtlichkeit hast du gemerkt, ja? 45, 42. Okay. Hier ist schon klar, dass das dann die sehen wird. Und eventuell auch einer auf dem Server spielt. Ja. Tel Aviv, würde ich sagen. Bis dahin hoffe ich ja schon, dass wir weiter sind. Genau. Wenn wir irgendwie einen Zettel, gibt es hier irgendwie einen Zettel, dass man eine Nachricht hinterlassen kann? Nee, ja. Ja, das wäre cool. Bonk, bonk. Genau. Im Zelt. Für alle, die uns noch nicht mitbekommen haben, wir spielen auf den CCG Lingua Server. Kannst du das nochmal wiederholen? Wie heißt der? CCG Lingua Server. Achso, das hört er sich gerade an wie CCG. Ja, genau. So. Wo war der ungefähr? Der ist von unten hier gekommen, von dem Gebäude rechts unten. Und ist hier oben nach links oben gelaufen. Da ist er. Wissen? Ja, da rennt zumindest Zombies. Ja, ja, der ist im Gebäude. Ja, der läuft, der hat eine Waffe. Läuft hoch.
Im Gebäude? Nee, draußen. Jetzt liegt er. Nee, ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Ach, Adrian war es wieder. Der spawnt doch immer hier, Junge. Oh, Zombie hittet mich hier. Ja, ich fahr mal mit dem Auto hin. Hier steht ja noch nichts, was wir fahren können. Sie sehen, wo ich ihn geholt habe? Ja, da auf dem Gelände hier irgendwie, auf dem, wo das rote Haus steht. Ja. Ach, Adrian. So, ich sag mal, du bist der Bandit. Wieso fährt denn der nicht? Wird mein Reifen kaputt sein. Bisschen leid tut mir Adrian schon, weil ich lebe. Was hat denn Adrian gehabt? Wollte ich jetzt gerade gucken. So, dann bei Adrian oben. Ich hab einen Zombie abgeschossen, der bei dir hoch wollte. Alle Dude. Ich hab jetzt extra nur Eck geschossen, damit. So, Adrian hat eine M14 Green, nennt die sich. M14? Ja, ist aber keine AIM. Oh, Digga, ich hab was zum Fahren davon. Eine Axt hat er. Er hat auch noch eine Toolbox, Digga. Die M14 nehme ich mal mit. Digga, eine Axt hat er auch noch. Axt und Toolbox. Axt haben wir sowieso. Eine Toolbox? Toolbox nicht, aber die würde ich mir gerne holen kommen. Ja, dann mach. Jetzt kommen die alle zu dir. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Komm einfach hoch. Na Wien, das ist halt voll die Treppe. Warte. Kann ich jetzt? Komm mal. Boah, hier hängt man ja fest, ja. Oh, so, töte sie alle. Danke, Adrian, für die Toolbox. Jetzt probiere ich mal, ob ich Bandagen herstellen kann. Ihnen fehlt noch Toilettenpapier. Sollen wir zurück zur Base, oder was? Zurück zum wo? Zum Zelt. Willst du noch was wegbringen? Jo. Die Waffe auf jeden Fall. Gut. Ja. Und dann können wir ja auch, dann passt es auch von der Zeit. Dann können wir uns ins Zelt legen, schlafen. Aber ich bin zuerst dran, kannst du wissen. Ja. Ach scheiße, ich hatte Morphium nicht bei. Hätte man kein Spiel spielen können. Die gleiche Idee hatte ich nämlich gerade auch schon wieder. Wenn jetzt an mir vorbeigerannt wärst, wäre das nämlich meine Idee gewesen. Nee, Morphium ist aber zu weit weg. Tja. Wäre dann nicht mein Problem, würde ich sagen. Oh, machst du mich etwa beim Rennen? Wie kommst du da auch? Ja, nur so, dein Kopf guckt so in meine Richtung. Ich hab mal nachgeladen im Magazin. Und erster! So, Waffe rein. Und Magazine rein. Aber ich sehe dich nicht hier, du hast da gerade gehockt. Ich wusste ja, wo das Zelt steht. Der Palme ist echt dicht. Sehr gut. Ich muss nämlich nochmal gucken, was ich erhöhen muss, damit das Flimmern weggeht. Bei den Texturen, das geht mir richtig auf die Eier.
ne? So. Dann lock ich mich hier aus. Ich muss ja ein bisschen auseinander. Okay, dann beschwinde und lock mich hier aus. Wo? Ah, hier in die Palmen neben dem Feld. Jetzt ihr eigentlich Schüsse habt oder was? So, Digga. In 3, 2, 1.